In diesem Sinne herzlich willkommen zur Pressekonferenz des LASK im Vorfeld der 6. Runde der Admiral-Bundesliga. Der LASK empfängt am Samstag, den 27. August, den SCR Altach in der Raiffeisen Arena Pasching. Anstoß ist um 19.30 Uhr und das Ganze gibt es wie immer live im TV auf Sky Sports Austria. Am Podium begrüßen darf ich heute unseren Cheftrainer Didi Kübauer und unsere Nummer 33 Felix Lukeneder. Ja, und bevor wir gleich zum nächsten Spiel kommen, noch kurz die Ticketinfos. Für die Partie sind noch Tickets erhältlich und zwar sowohl online unter shop.lask.at als auch in der LASK-Geschäftsstelle in Pasching und im Hypo-LASK-Corner auf der Linzer Mozartkreuzung. Am Spieltag dann, da öffnen die Stadionkassen der Raiffeisen Arena um 18 Uhr. Ja, und an dieser Stelle auch noch ein weiterer Ticketing-Hinweis. Es sind ja nur noch 7 Spiele, die unsere Schwarz-Weißen in der Ausweichheimstätte in Pasching austragen. Ab Februar 2023 geht es ja dann in die neue Heimat, in die Raiffeisen Arena Linz am Froschberg. Und für das neue Stadion sind natürlich jetzt schon die Frühjahrsabos erhältlich. Und zwar unter lask.at/abos findet ihr alle Informationen zu den verschiedenen Ticketkategorien. Damit aber zurück in die Gegenwart und zum kommenden Spiel. Didi, Altach lautet der Gegner am Samstag. Was erwartest du dir von der Partie? Ja, was erwarte man von dem Spiel? Natürlich die nächste Mannschaft, in dem Fall, die versucht, uns zu schlagen und mit einem neuen Cheftrainer an Bord und kein Unbekannter. Und ich denke, dass da sicher bei der Mannschaft, wenn vielleicht noch alles rundgelaufen ist, dass da eine neue Energie vorhanden ist. Und wir sind gewarnt davor, dass wir glauben, dass es einfach wird. Ich denke, wir müssen unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten wieder am Platz bringen. Dann kann es ein gutes Ende nehmen. Danke, Didi. Felix, lass uns ein bisschen teilhaben. Der Saisonstart, der ist ja, kann man sagen, geglückt. Wie ist denn angesichts dieser ersten Runden aktuell die Stimmung im Team und am Platz? Ja, die Stimmung ist natürlich sehr gut. Das war es aber auch schon vor Saisonstart. Und wir sind aber auch gewappnet, dass wir sehr fokussiert sind im Training, guter Zug dahinter und ja, jetzt gibt es am Wochenende wieder ein wichtiges Spiel und wir wollen natürlich gewinnen. Danke sehr und damit kommen wir schon zu euren Fragen. Harald Bartl, Oberösterreichische Nachrichten, das Mikro ist am Weg. Ja, ihr habt es schon angesprochen, ein besonderes Trainerduell auch, wie ist so deine Erinnerung an Miroslav Klose als Spieler und auch wie schwierig ist es vielleicht auch für einen Trainer in der ersten Saison als Cheftrainer in der höchsten Liga eines Landes? Gut, also ich glaube, ich habe nicht allzu oft gegen ihn gespielt. Ich glaube, er war noch ein junger Spieler, war Kaiserslautern, weiß ich noch im Kopf, aber ich bin jetzt nicht so der Historiker, würde ich sagen, sondern ich lebe ihm jetzt. Ein Spieler hat mir unglaublich gefallen, weil er für mich ein Spieler war, der alles für die Mannschaft gegeben hat. Ich meine, hat natürlich unglaubliche Erfolge gefeiert, braucht man gar nicht reden. Also ich denke, Führender bei den WM Torschützen, das ist ja keine schlechte Sache. Weltmeister, viele andere Dinge, aber mir hat sein Ort immer imponiert, weil er trotzdem sehr normal geblieben ist und wird mir keiner glauben, aber ich hätte es auch gern gehabt, wenn es so gewesen wäre, abgesehen von der Folge, aber bin auch eher so, dass ich mir ruhen will und das hat er immer ausgelebt, auch bis zu jetzt und deshalb ist es die eine Seite. Die andere Seite des Trainers kenne ich jetzt zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird natürlich seine Ideen haben, wird natürlich seine Vorstellungen haben. Man hat schon gesehen, dass Altach Fußball spielen will. Und dadurch gehen wir von einem starken Gegner aus. Nochmal die Anschlussfrage, Harald Bartl nochmal. Genau, das ist auch der Punkt. Man geht von einem starken Gegner aus. Wie siehst du die Entwicklung von Altach? Dieser vergangene Herbst, der so enttäuschend gewesen ist, dann ein sehr, sehr gutes Frühjahr. Und hat sich die Mannschaft auch gegenüber dem Frühjahr verändert aus deiner Sicht? Sie hat sich definitiv verändert. Also jetzt von der Spür auf jeden Fall. Und ich denke, dass jeder neue Trainer neue Ideen reinbringt. Und umzusetzen ist dann die andere Geschichte. Aber ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und wir werden es in keinster Weise unterschätzen, weil das war, glaube ich, sehr schlecht. Weil ich denke, dass sie wirklich einen guten Fußball spielen. Herr Pumann, auf dem Ligaportal. Didi, jetzt fällt ja Plan A weg bei Altach. Angreifer Adenuiu ist gesperrt. Und wie erwartest du Plan B bei Altach? Natürlich an Adenuiu, glaube ich, das ist halt so ein Spieler, wird es nicht zweimal geben, würde ich sagen, weil ich glaube, er hat eine unglaubliche körperliche Fähigkeit. Er ist sicher nicht mehr der schnellste Spieler, würde ich sagen, aber in der Box drin ist er halt aufgrund seiner Größe ist er immer gefahren und hat er, glaube ich, schon 4 Tore geschossen. Das spricht für ihn.
Und natürlich ist es jetzt nicht meine Aufgabe, daran zu denken, wie sie es, wie vermuten natürlich, wie sie es machen werden. Aber ich glaube, die Aufgabe wird sein, wie Trainer Klose sein Mannschaft jetzt aufstellt. Wir können dann eh nur reagieren darauf, aber auch wir haben unsere Vermutungen. Aber das ist klar, dass das ein bisschen anders sein wird. Luki, wie ist das jetzt für dich? Ich meine, man kann sich natürlich auf ihn auch einstellen. Ja? Du brauchst auch keine Leiter, du bist sehr groß. Wie stellst du dich jetzt auf die neue Angriffssituation ein bei Alltag? Wen erwartest du da? Ja, der Trainer hat es ja schon gesagt. Also, die werden sich einen Plan zurechtlegen. Der Nuiu fehlt. Für uns ja sicher kein Nachteil, weil er trotzdem auch viel Tore gemacht hat die Saison. Ganz schwierig zum Verteidigen natürlich. Aber sie werden andere Lösungen versuchen zu finden. Und ich glaube, vor allem in der Defensive hat es die letzten Wochen sehr gut gepasst. Wir waren sehr stabil. Und da gibt es halt wieder die Konzentration auf das zu legen und dass wir natürlich wieder versuchen, zu Null zu spielen. Weitere Fragen? Gibt es noch eine? Herbert Eichinger, Kronenzeitung. Felix, du hast zu Vorsaisonbeginn nicht unbedingt als erste Wahl gegolten. Was ist passiert in der Sommerpause? Wie hast du deine Form gefunden? Ja, es war natürlich ein schwieriges Frühjahr, brauchen wir gar nicht reden, mit wenig Einsatzzeiten. Aber ja, ich habe den Fokus natürlich auf die Vorbereitung gelegt und das ist mir anscheinend natürlich nicht so schlecht gelungen. Und da will ich natürlich in jedem Spiel das ich kriege, das Vertrauen, was ich kriege, zurückzahlen. Und im Endeffekt ja, sind wir jetzt relativ gut reingestartet mit 13 Punkten und so kann es weitergehen. Ja. Dann nochmal Herbert Pummern. Die das Transferfenster ist ja noch ein paar Tage geöffnet. Was wird sich da personell bei euch noch ergeben? Ist auch vielleicht mal drüber nachgedacht. Es gibt ja wo in einem breiten Kader gibt es natürlich viele glückliche Spieler, aber natürlich logischerweise auch unglückliche. Ich denke da jetzt an Sabitzer, der natürlich sehr glücklich war bei WSG Tirol. Ist da nochmal eine Überlegung, ihn, Silberberger wird sich wahrscheinlich freuen, nochmal auszuleihen? Natürlich ist darüber gesprochen worden, aber ich würde ganz ehrlich sagen, solange Dinge nicht spruchreif sind, ist es schwer zu reden. Das kann ich sagen, es ist nicht schön für einen Spieler, wenn er nicht spielt. Er hat letzte Saison unglaublich gut gespielt und natürlich kann er bei vielen anderen Mannschaften auch spielen, auch vielleicht bei uns sogar, würde ich sagen. Aber ich denke, entscheidend wird sein, oder an andere Clubs, dass sie nicht glauben, dass man Spieler herschenkt. Oder dass man einen Spieler, der wirklich gute Qualität hat, österreichische gute Qualität hat, dass man glaubt, man schenkt dem her. Also die Zeit ist vorbei. Ich denke, auch wir müssen die Spieler bezahlen. Und so soll es auch für die anderen Clubs sein. Aber natürlich kann sich noch was verändern in unserem Kader. Es können vielleicht noch wer kommen, aber natürlich kann noch wer gehen auch. Und unzufriedene Spieler wird es immer wieder geben. Aber ich glaube, wenn du einen Kader hast von über 20 Spielern, ist es ganz normal. Aber ich denke, die Grundstimmung bei uns ist sehr, sehr gut und das ist entscheidender. Du hast ja Manuel Thornwald erlebt. Ein Jahr hat es ein Jahr als Spieler. Ich finde, dass er eine unheimliche Entwicklung genommen hat. Jetzt gerade auch als Flankengeber, ist der Assistgeber Nummer 1 bei Alltag. Wie hast du seine Entwicklung jetzt gesehen? Gut, der Turn ist so, dass er natürlich bei Rapid ist die Luft ein bisschen dünner, muss man sagen. Und als junger Spieler hat man da sehr wenig Zeit. Und ich bin ja eigentlich, bei mir war er schon da, glaube ich, 1,5 Jahre. Und ich glaube, man bemerkt dann auch schon, dass es so ist, dass dann an Spieler nicht geglaubt wird. Ja. Und ich denke, dass er auch da, glaube ich, noch nicht so stabil war. Und ich denke, dass das im Alltag wohl geholfen hat, dass er sich stabilisieren kann, weil ihm das Umfeld ein bisschen ruhiger ist. Da kann man mal ein schlechteres Spiel machen, weil ein guter Fußballer war er immer. Aber ich glaube, der Druck bei Rapid war zu dieser Zeit für ihn noch zu groß, auch wenn wir ihm helfen wollten. Aber in Wahrheit war dieser Schritt, den was er gemacht hat, sicher der richtige. Weitere Fragen? Herbert Eichinger. Die ihr habt bisher gegen 5 der 6 Teilnehmer an der letzten Meistergruppe gespielt, bis auf Salzburg. Wird es leichter jetzt oder ist das eine gewisse Gefahr? Nein, überhaupt nicht, weil ich denke, es wird eben die öffentliche Wahrnehmung wird jetzt sein, wenn man die Tabelle schaut. Wir haben jetzt gegen Mannschaften gespielt, die letztes Jahr im Meisterplatz waren. Und jetzt kommen nur, unter Anführungsstrichen, nur die Mannschaften, die unten dabei waren. Und das ist, glaube ich, der große Irrglaube. Ich denke, wir brauchen gegen jede Mannschaft, die was letztes Jahr, auch wir waren unten, darf man nicht vergessen, braucht man gute Spiele. Und das wird sehr, sehr wichtig sein, dass die Spieler das so hinbringen. Ich bin guter Dinge, dass sie es so hinbringen. Das sehe ich jeden Tag beim Training.
Und ich bin auch überzeugt, wenn es einmal nicht kloppen sollte, wird es dann sofort kommen, naja, jetzt glauben sie, alles wird einfach. Da bin ich nicht der Meinung dann, es sei denn, wir spielen wirklich so schlecht, aber von dem gehe ich nicht aus, dass wir so schlecht spielen könnten, ja, dass man diese Meinung vertreten könnte im Trainerteam. Ja. Also wird da auch wieder ein bisschen Druck entstehen, wenn man mal ein Spiel verliert. Aber wir gehen am Samstag in das Spiel, dass wir das Spiel gewinnen und dass wir wieder alles abliefern müssen, ist ganz klar. Weitere Fragen? Harald Bartl. Eine Frage noch, weil ihr zwei am Podium sitzt. Was macht für dich den Felix Lucke nicht aus? Ist ja auch in der Innenverteidigung der Konkurrenzkampf groß. Und wie war auch das Gespräch oder vielleicht auch der Dialog nach dem Austria-Wien-Spiel? Wir haben ja nichts geredet, weil ich brenne Hase auf ihm. Nein, ich war ja da, haben wir geredet, nein. Nein, weil es nichts bringt. Ich sage, es war ja schlimm. Wenn ich sagen würde, er hat einen Stellungsfehler gemacht, also einen Fehler, dass ihm der Ball am Schädel geflogen ist und dass er dann zum Gruber gekommen ist, ist eine andere Geschichte. Ja. Aber ich glaube, man kann es ansprechen, aber dann ist es vorbei und das ist mir wichtig. Schlimmer wäre es, wenn ich jede Woche mit ihm reden muss über die Sömpfehler. Da hätte er ein Problem. Und da hätte er ein größeres Problem, weil dann war er wahrscheinlich neben mir auf der Bank. Aber er hat es bis jetzt sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und ein Grund ist auch sehr, sehr tolle Frisur. Die hat es mir dann auch leichter gemacht. Und deshalb ist er natürlich dann bei mir in die Mannschaft reingerutscht. Gut, Herbert Pummern nochmal. Vielleicht, Luki, in dem Zusammenhang noch. Du hast natürlich jetzt einen erfahrenen Spieler auch neben dir mit Sia, als der Kapitän war bei St. Pauli. Wie weit hilft der dir jetzt in dieser neuen Saison? Ja, der Jüngste bin ich halt auch nicht mehr, muss man auch dazu sagen. Aber natürlich, Philipp Ziyechs bringt enorme Qualität in unserer Mannschaft, gewisse Routine. Und ja, er ist extrem staubiger Spieler, sehr kommunikativ und auf ihn ist natürlich immer Verlass. Ja. Weitere Fragen? Herbert Eichinger nochmal. Es gibt mit Wiesinger und Vatschik zwei Langzeitverletzte. Gibt es da Fortschritte, Neuigkeiten? Beim Wiesig geht es wirklich jetzt in eine gute Richtung, muss ich sagen. Also als erstes Mal, dass er eigentlich sagt, dass er das Gefühl hat, dass was weitergeht. Also das heißt, dass wir, hätte ich jetzt nicht rechnen können, dass er in den nächsten Wochen spielt, aber es ist so, es ist einmal positive Signale vom Wiesig und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig für uns, weil er schon ein sehr wichtiger Spieler für uns sein kann und sein wird für die Zukunft. Und beim Philipp ist es so, dass er im Training steht, aber im Moment auch die anderen das besser machen. Weitere Fragen? Gibt es noch eine? Ansonsten, ja, wenn es keine Frage mehr gibt, dann werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die Spieltermine unserer Teams am Wochenende. Wir kennen das ja schon, den Anfang machen dieses Mal die LASK Amateure OÖ am Samstag um 16 Uhr gegen den SAK Klagenfurt gespielt. Wird am LASK-Platz in der Daimlerstraße und jetzt aufgepasst für alle Dauerkartenbesitzer, wie immer gilt freier Eintritt. Im Anschluss geht es dann bekanntermaßen, vielleicht ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, raus nach Pasching. Um 19:30 empfängt der LASK bekanntermaßen hier in der Raiffeisen Arena den SCA Altach. Und den Abschluss, den macht dann am Sonntag unsere LASK-Frauenmannschaft im Heimspiel gegen den TSV Ottensheim. Gespielt wird ebenfalls in der Raiffeisen Arena Pasching. Anstoß ist um 16 Uhr und auch hier gilt freier Eintritt für alle Dauerkartenbesitzer. Also ein Wochenende voller LASK-Heimspiele. Wir freuen uns auf eure Unterstützung im Stadion. In dem Sinne, vielen Dank und wir sehen uns dann am Samstag.